Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Vizibis Infinity Evolved Skyblock Expert Mode zusammen mit der lieben Jenny. Hallo und hallo, natürlich mit dem lieben Sir Lance. Hallöchen, ja, letztes Mal habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten drin gemacht. Jenny hat hier das Haus schon mal ziemlich weiter gemacht. Sie wird jetzt gleich nochmal ein bisschen die Wände quasi oder die Räume, sage ich jetzt mal, ausarbeiten, dass wir da nämlich mit dem Umzug heute, jetzt kriege ich auch noch einen Schluck auf, am besten anfangen können. Ich habe irgendwie ständig, wenn ich Evolved aufnehme, Schluck auf. Wirklich, jede zweite, dritte Folge habe ich Schluck auf. Die Dinger hier sind immer noch nicht fertig. Weißt du was? Du. Komm hier runter. Ich? Nein. Und ein Importbus. Ich habe keine Lust mehr zu warten so lange. So, jetzt wird auch der letzte Drawer importiert. Irgendwann mal. Ja, also wie man gesehen hat, die Aufnahme ist jetzt noch nicht so lange her. Ich möchte jetzt aber gerne die Capacitor einspeichern. Und zwar die Vibrant Capacitor. Von den Capacitern habe ich wahrscheinlich noch nichts eingespeichert. Genau. Das heißt, ich muss Electron Tubes automatisieren mit Pech. Au. Das heißt, Signal um das sind 3 Kupfer, 1 Silber, 10 Redstone. 3 Kupfer, 1 Silber. 10 Redstone ergibt wie viel Signale? 4. Gut. Dann kann ich das schon mal im Alloy Smelter reinsetzen. Boah, wir haben viel zu viele Rezepte. Ich glaube, die reichen gar nicht mehr alle. Rezepte oder was? Bitte? Rezepte reichen nicht mehr? Rezepte sage ich schon. Hier die Plätze. Also die ganz normalen Crafting-Sachen sind schon ziemlich am Maximum. So. Das Problem ist, wir brauchen nur noch deutlich mehr von den Redstone-Chipsets. Die müssen wir irgendwann dann auch mal automatisieren. So. Mach einfach mal ein paar Stacks davon. Ah, ein paar habe ich hier auch noch. Ich möchte nämlich gerne ein paar von den Vibrant Capacitor Bank haben. Die speichern 25 Millionen. Ich würde gerne mindestens 100 Millionen speichern. Also wir brauchen mindestens 4 davon dementsprechend. So, dann möchte ich gerne das nächste Rezept machen. Energetic Alloy wird er definitiv auch noch nicht kennen. Glowstone, Redstone, Gold. Redstone, Glowstone, Gold, das war das Energetic Alloy. Ne, ist auch noch nicht automatisiert. Dann kommst du jetzt hier rein. Boah, wir kriegen so viele Rezepte jetzt. Irgendwie freut mich das. Rezepte zu machen bedeutet immer, dass man, wie heißt's? Irgendwas automatisiert, was man nicht mehr per Hand machen muss. Das freut mich immer. Früh, sind Vibrant Alloy. Das ist ein Energetic Alloy und ein Enderperle. Enderperlen? Da. Na, Energetic Alloy. Also, vielleicht sollte ich das auch machen. Boah, das ist so geil, dass wir jetzt so viel Enderperlen haben. Okay, ich brauche definitiv dann demnächst nochmal einen Octatic-Capacitor, sobald der jetzt gleich fertig ist. Gut. Und ich muss auch hier Ding nochmal machen. Anfangen zu rendern. Jetzt? Du nimmst auf. Ja, du weißt, was ich meine. Gut.
Dann sollte es jetzt eigentlich möglich sein, dass ich das Rezept jetzt einspeichere. So mal. Und mir einen Octatic Capacitor bestelle. Okay, das Solarpanel ist immer noch in Arbeit, warum auch immer. Solar. Mach nochmal bitte eins. Du warst irgendwie leicht verbuggt. Irgendwie? Ja. Ah, Mist. Ich kann das Glasrezept hier gar nicht reinpacken. Weil der macht da jetzt Quiet Clear Glas bei. Ja, das ist das Problem. Das heißt, auf Dauer bräuchte ich eigentlich hier irgendwas. Das heißt, ich brauche einen Exportbus. Ich brauche eine Crafting Card. Das Ding. Natürlich habe ich nichts davon. Wood. What would I do? Bauen. Das Ding und ein Sand. Dann haben wir hoffentlich wieder genug Sand. Das heißt, Glas müssen wir halt auch auf Dauer selber machen. Device Missing Channel, Mist. Das heißt, ich brauche doch noch Dense Cable. Ich habe sogar noch welche. Das ist gut. Und ich darf mal wieder upgraden. Das ist so langweilig. Und ich habe noch nicht wirklich das gemacht, was ich eigentlich heute machen wollte, verdammt. Was wolltest du denn heute machen? Ich hau dich gleich. Nein, mach das nicht. Das tut weh. Ja, soll's ja auch. Nee. Mist. So. Ich hoffe, jetzt klappt es. So, 10 Stück. Und er kriegt auch langsam was. Gut. Wie weit ist der Capacitor? Fertig. Dann kannst du jetzt auch nochmal was reinkriegen. Dich nehme ich mal weg. Dann habe ich jetzt schon mal eins von den schwierigsten. Capacitor. So. Das heißt, ich habe Octatic Capacitor. Davon brauchen wir aber noch einen. Dann brauche ich das Rezept von Electrical Steel. Oder Vibrant. Nein, ich nehme Electrical Steel. Das ist Kohle, Eisen, pulverisierte Kohle und Silikon. So, Eisen. Machen wir mal 100 pulverisierte Kohle. Na. Und Silikon ergeben. Ha! Habe ich sogar noch. Oder habe ich das schon eingestellt? Nein. Oh Gott. Was? Hast du nicht ausgeleuchtet? Doch, aber eine Stelle halt nicht. Ach du Kacke. Warum? Warum macht man so einen Mist? Warum nicht? Gut, das heißt, das Rezept brauche ich. Dann brauche ich hiervon was. Vielleicht hätte ich nicht 10 davon craften sollen. Weil das gefühlt irgendwie Jahre dauert. Ja. Mist. Hätte ich wirklich nicht machen dürfen. Aber wir sind jetzt bei 9,5 Minuten und wir sind noch nicht mit dem Umzug angefangen. Tja. Das liegt nicht an mir. Doch. An wen denn sonst? Etwa an mir? Ja.
Was? Wie kommst du denn auf sowas? Bist du denn schon fertig? Ich guck rüber. Geht nicht. Ich muss so tun, als ob ich produktiv wäre. Bist du aber nicht, kann das sein? Danke. Merke ich mir. Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. So. Dann brauche ich das Ding in der Mitte noch. Gut. Redstone, 1, 2, 3, 4, 5. Dann werde ich hiervon jetzt mal ein paar machen. Dann brauchen wir die Lapis-Variante noch davon. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Dann brauchen wir die Blaze Powder noch. 1, 2, 3, 4, 5. So. Brauchen wir noch was? Oh, Nase tut weh. Gut, davon brauchen wir hoffentlich keine mehr. Was ist das hier? Warum ist es im E-System voll? Ist doch gar nicht voll. Komisch. Das heißt. So, so. Nee. So. Kannst du dich bitte schnell schlafen legen? Jo. Hä? Das ist doch richtig. Wieso? Ach so, wahrscheinlich weil kein Strom mehr. Ja, gut, das Ding zieht natürlich immens. Liegst du oder? Ich liege sowas von. Okay, danke. Bitte. Weil ich kann alternativ halt nicht arbeiten, das ist das Problem. Ist okay. So. Na los, komm schon. Ich will wenigstens ein Stack von dem Müll haben. So, so, dann... Du musst bald noch sagen, was ich jetzt machen soll. Als weiter. Bist du ready, oder? Ich hab Schluck auf. Dann könntest du mir ein bisschen Endstone machen. Guck dir das ja schon an. Ja, Moment. Mann. Ist das nervig, das Ding. Ja, und hinten hast du offen gelassen, oder? Ja. Ja, gut, passt. Dann können wir da also die Crafting-Sachen nächstes Mal umziehen. Du sollst herkommen. Was denn? Was soll ich mir denn angucken? Ich habe mir das letzte Mal doch schon angeguckt. Oder was? Nee, alles gut. Frau. Hm? Versteh dich mal einer. Du kannst auch gerne den Mist machen, den ich jetzt hier gerade mache. Du hast gerade, ich soll die Endstone machen. Ja, weil ich die gleich brauche. Aber bitte mit, Sandstein und dann in das Smeltery übergießen. Also nicht mit Fluid Transposer? Nee. Also das, was billiger ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was von beiden billiger ist. Du kannst entweder Sand nehmen, Sandstone oder Obsidian. Ja gut, im Fluid Transposer geht halt nur mit Sandstein und das kostet halt 250 Millibucket. Und wenn du das mit Obsidian machst... Hey, warte mal, du kannst auch einfach Lava in Steinbarrel reinmachen und einen Glowstone drüber packen. Das ist noch einfacher. Also an sich, ich brauche viermal dieses Rezept, Lava? Das heißt... Warte ganz kurz... 16 mal dies, das heißt 16 von denen durch 4 werden 4. Ich brauche 20 Endstone. Du kannst Lava in ein Stone Barrel machen, beispielsweise das, was hier steht. Ich seh schon, oder Glowstone habe ich schon gesehen. Genau, das sollte dann auch gehen. Hoffentlich, bei gutem Wetter. So.
Dann sollte ich jetzt eigentlich alles parat haben. Bis auf das. Das heißt, ich mache schon mal 100 Electrical Steel. Kommst du? Warum? Ja, nee, ist klar, nimm's jetzt wirklich. Hä? Warum? Jetzt geht das. Kapiere ich nicht, warum ich das jetzt gerade nicht konnte. Vielleicht sollte ich einfach nochmal zwei weitere Crafting Units schnell bauen. Jeweils mit einem K. Ich glaube, das war einfach nur so. Ich muss warten, ich bin zu schnell für die Lava. Ja, alternativ kannst du auch einen Eimer nehmen. I know. Okay. Aber trotzdem bin ich zu schnell für die Lava. Ja, ich meinte nur. So. Device offline? Warum Device offline? 20 hast du gesagt, brauchst du. Ja. Hier, ich geb's dir und ich muss ganz kurz, wohin? Ich bin in einer Sekunde wieder da. Nee, zwei Minuten. Die Folge ist eh zu Ende. Okay, dann moderiere schnell ab. Dann, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio.